verbringen wir noch ein wenig Zeit in der Welt von Immortal Fenyx Rising heute. Neben dem Sponsor-Stream vorhin. Ich war ja zu Ares gegangen. Ich habe Ares seine Essenz geholt. Ich muss jetzt wieder mit Ares reden und seine Essenz ihm geben. Wobei ich nicht weiß, ob er dadurch wieder normal wird. Er ist ja ein Gockel. Er wurde mal in den Gockel verwandelt. Ich wusste, dass du eine andere Art Pferd bist. Ja, vor allem, jetzt haben wir gerade ein Spiel gespielt, wo alle Menschen Tiere waren. Wahrscheinlich hast du von dem Spiel noch nie was gehört, weil es früher anders hieß. Früher hieß es Monster and Gods. Als es angekündigt wurde von Ubisoft. Die haben den Titel aber inzwischen verändert. Ich weiß nicht warum. Ich fand den ersten Titel passender. In Kämpfen nicht verfügbar. Der Kampf ist vorbei. Das Vieh ist mir nicht mehr gefolgt. Du bist noch nicht dran. Entschuldige dich nicht. Bessere dich. Ich war im Gewölbe. Aber jemand war vor mir da und hat deine Essenz gestohlen. Der Dieb könnte überall sein. Es musste so kommen. Das ist das Ende. Wir sind erledigt. Gute Nacht. Was sage ich Aphrodite? Sag ihr, ich bin auf dem Weg, um mich von einem Wagen überrollen zu lassen. Als ob der es bis zur Straße schafft. Gut, mache ich. Warte, wir könnten den Dieb mit Hilfe von Amazonen finden. Du weißt schon, meine Töchter, die liefern den Dieb noch heute mit ihren unvergleichlichen Fährtenleseinstrumenten. Das könnte klappen. Freu dich nicht zu früh. Sie sind nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Nur lange Geschichte. Aber sie haben mir mal ein Fährtenlesegerät geopfert. Es ist in meiner Festung, aus der mich Typhon ausgesperrt hat. Es ist aussichtslos. Vater hatte recht. Ich habe ein Spatzenhirn. Außer? Der Klang meiner Salpings könnte das Tor öffnen. Ich habe sie versteckt, damit sie Typhon nicht in die Tentakel fällt. Deine Salpings. Ich werde mir ein Stück überlegen müssen. Für wen hältst du dich? Aphrodite? Du kannst dein Instrument des Krieges nicht einfach so spielen. Es gehört mehr dazu. Außerdem brauchst du Typhons Tributmelodie, um das Tor zu öffnen. Ach ja? Was ist das für eine Melodie? Typhon ist kein gewöhnlicher Narzisst. Er zwang Pan, ihm dieses Lied zu widmen und sorgte dafür, dass sich die Tore nur zu seinem Klang öffnen. Pan schrieb es irgendwo in einer Höhle. Das ist deine beste Spur zu der Melodie. Sobald du alles hast und noch am Leben bist, spiel sie vor den Toren der Festung, um sie zu öffnen. Hey, wo ist meine Tributmelodie? Das wären wohl die Rülpser der Trunkenbolde nach zu viel Wein. Aber wärst du nicht das Tor, um in die Festung vom theoretisch Endgegner zu kommen? Also ist das schon wieder von der Verfolgung her später angesetzt. Soll doch wirklich einfach erstmal auf die Statue klettern, damit das Gebiet aufgedeckt wird. Aber dann war ich zufälligerweise schon direkt vor Ares. Sind die Kämpfe anspruchsvoller, kann man durchrennen?
die Gebiete sind anders gelevelt. Aber es ist eher actionorientiert. Also das Paradesystem und Ausweichsystem funktioniert ganz gut. Ares, du Stärkster der Starken, du kräftiger Arm, trägst die Schilde. Höre mich, Herr der Gerechten, und scheine herab auf mein Leben. Schenk mir die Kraft des Krieges. Kräftiger Arm, kräftiges Mundwerk. Du hättest mal versuchen sollen, ihn als Kind zu bändigen. Also es ist nicht Souls-like. Aber es ist ein schnelles und ordentliches Kampfsystem. Also man hat nie das Gefühl, dass irgendwas falsch ist. Und ja, ich spiele auf dem PC. Und warum spiele ich mit dem Controller? Weil man manche Spiele mit dem Controller spielen muss einfach. Ich habe schon mal deine nächste Frage mitbeantwortet. Ja, vor allem Third-Person-Spiele so, finde ich, sollte man einfach eher mit Controller spielen. Wenn sowas wie Cyberpunk nicht mit Controller ist, weil es einfach ein First-Person ist. Da ist Maustastatur einfach besser. Ja, siehst du, ich kenne die Fragen schon auswendig, die gestellt werden. Da siehst du mal, wie häufig diese Fragenkonstellation kommt. Na, da war noch irgendwas. Weil wie bei Assassin's Creed kann man hier einfach durch Sachen durchgucken. Man muss nur in die Richtung schauen. Aber ich finde das in Ordnung. Besser als wenn irgendwas, was nicht aufgedeckt ist, oder beziehungsweise was du nicht direkt sehen kannst, dann verschwindet, oder beziehungsweise kannst nicht aufdecken, weil es hinter der Mauer gerade ist. Muss mal kurz gucken, der Hund hat komische Geräusche gemacht. Ich glaube übrigens, dass ich den Vogel doch schon heilen kann und auch in diese, das Zeug holen darf. Da habe ich ja letztes Mal gesagt, okay, ich darf in diesem Gebiet noch nicht reingehen. Wenn du in 70 Stunden erst 70% durch hast bei Assassin's Creed, übrigens ist das schon sehr viel. Ich bin nicht bei 25% nach 30 Stunden. Aber ich mache auch fast alles in den Gebieten sofort. Wie ist was? Also ich habe, weil ich aber auch, sag ich mal, Zelda sehr gerne gespielt habe, habe ich mit Immortal Fenyx Rising mehr Spaß als mit Assassin's Creed. Weil mir es dann einfach ein bisschen besser gefällt. Weil es auch einfach sehr ordentlich funktioniert. Der Humor ist natürlich Geschmacksfrage. Ist natürlich ein bisschen übertriebener Humor. Und Assassin's Creed Valhalla macht halt keine Sprünge seit Odyssey. Es hat halt relativ viele... Ach, wie soll man sagen... Es hat ein relativ hohes Potenzial gehabt, aber irgendwie finde ich das nicht 100% rund. Phoenix ließ die Füße des Kriegsgottes hinter sich, die so viele Gegner zu Staub zermahlen hatten.
Ich wollte dich nicht begrapschen, Ares. Entschuldige. Aber Vikings, die Serie, gibt das Wikinger-Leben auch nicht 100% richtig frei. Da, ihr müsst mal den Unterschied von, sag ich mal, es gibt ja auch eine große Branche von Historikromanen. Also History-Roman, aber die benutzen, sag ich mal, eine Zeitlinie, um eine Geschichte zu erzählen. Das heißt nicht, dass sie historisch korrekt sind. Nichts im Vergleich zu mir in jungen Jahren. Es werden definitiv ein paar Sachen mit übernommen, aber du kannst halt, es sind immer noch Spiele. Es sind Spiele, es sind Geschichten. Ansonsten wären es Dokumentationen. Höhle des Krieges, Heimstätte von Ares beeindruckender Festung, von Skelettbergen gefallener Kreaturen und von bodenlosen Schluchten, die ins Nichts führen. Einladend! Und da finde ich das hier einfach besser. Es ist locker flockig, es hat einfach Geschichte, es hatte eigentlich eine Geschichte, die einfach verfolgt werden kann. Es gibt nicht 8000 Nebenhandlungen irgendwo. Die Hauptgeschichte füllt das Gesamte aus. Mit den Göttern, die, sag ich mal, alle verwandelt wurden, ihre Mächte verloren haben, die wieder retten mussten und dann musste irgendwann Tartaros besiegen. Ach nee, stimmt nicht Tartaros, sondern, ich sag jetzt einfach den Oberbösewicht. Und kann es dabei entdecken. Das war mit Apollons magischen Stein. Ja, benutzt die Fernansicht, um vielleicht das eine oder andere noch zu finden. Ich glaube, da ist wirklich die Reichweite auf 1000 Meter beschränkt, dass du Sachen aufdecken kannst. Ja, ich muss gleich mal in die Küche gehen. Der Hund macht da irgendwas. Oh, die Katze. Der Hund nagt nur am Korb. Der Hund kocht bestimmt. Ach, wenn das mal was wäre. Das wäre eine Überraschung. Die Katze kocht eher den Hund. Selbst dafür müsste man eigentlich das Tier loben. Das ist mir schon eine ziemliche Leistung als
Tier mit Pfoten ein Herd zu bedienen. Aber macht's keinen Sinn, warum er da an dem Korb kaut. Ach, da warst du, Leo. Leo war in seinem Kratzbaum drin. Da ist auch noch was. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so in eine Richtung hier gucke, das kann ja nicht alles sein. Teilweise echt wenige Truhen. Mystische Herausforderungen, Sternbilder. Und da ist auch noch ein Gewölbe. Meine Güte. Ich muss gegen euch nicht kämpfen. Schattenebene. Entzieht Fenrix die Ausdauer. Meide sie. Sieht aber so aus, als wenn das Absicht, dass hier diese Ebenen sind. Damit mir die Ausdauer entzogen wird. Und ich nicht irgendwie den Weg abkürzen kann. Na toll. Übrigens hat der Hund gar keine Dosen Hundefutter. Und am schlimmsten sind übrigens die Tiere, die keine Geräusche machen. Genauso wie Kinder. Wenn du nichts hörst, dann muss irgendwas im Busch sein.
Der läuft aber auch komisch zwischendurch. Staubmaus macht auch keine Geräusche. Danke Xenom für dein Stufe 1 Abo. Oh nein. Hallo, Dragon. Macht diese tickende Uhr im Hintergrund einfach fertig hier. Ja, aber das hier ist ein Alternativweg. Hier ist was versteckt. Uah. Danke, Informant, für dein Abo. Oh, ich bin so ein... Das Schlimme ist, dass da kein Savepoint vor ist. Also musst du den vorherigen Weg wieder komplett machen.
Ich habe diese Nuss nicht verdient, die ich mir gegönnt habe. Ja, da hinten ist nämlich eine Truhe oben drauf. Kacke. Ja, es war Absicht. Soll ich wenigstens den Blitz, dann kann ich das nochmal versuchen. Aber mit dem Seitenweg. Ich glaube, das ist auch falsch gemacht mit dem Seitenweg. Ich glaube, muss ich einfach mit dem Zielpfeil immer arbeiten. Und dann muss ich auch nicht so lange zielen, also warten. Muss dann nur diesen Lenkpfeil losschicken. Und guten Abend, Klaus. Nein, es gibt keinen Geschwindigkeitsrekord hier. Auch wenn es gerade so aussieht. Aber wenn ich schon im Flow bin, dann sollte ich auch durchhüpfen. Und mir war Mario 3D damals zu viel. Da habe ich immer total verkackt. Weil ich nicht mit dem Räumlichen klarkam beim Hüpfen. Alter, was ist los? Ich hoffe, du bist es auch, der gerade an mir rumkratzt. Ah, du oller Brocken. Ja, jetzt bist du hier. Und nun? Guckst du doof, ne? Habe ich mir gedacht. Jetzt fährt er schon runter.
Was ist dein nächstes Haustier? Vogel, Echse oder Schlange? Schlangen habe ich schon gehabt. Und Schlange werde ich mir nicht mehr anschaffen. Also das war mir... Das war halt noch in meiner Jugendzeit. Und meine Schlange ist leider gestorben. Und da hat mein Bruder sie in die Dachrinne geschmissen. Weil er sich geschämt hat dafür, dass er die eine Schlange hat verhungern lassen. Ja, die Art, die arme Ramboline. Hä? Warum klappt das nicht? Kann man es wirklich nicht exploiten? Ja, eine Schlange muss nur alle 4 bis 6 Wochen was essen. Ich bin auch zu doof zum Springen, ey. Keine Ahnung, wie es mein Bruder geschafft hat, die nicht zu füttern. Weil er verantwortungslos war. Schlimm ist noch, dass ich dann ab und zu bei ihm war, oben auf dem Dachstuhl, und gefragt habe, wo meine Schlange wäre. Und er meinte, ja, die muss da auf jeden Fall im Kies liegen. Ich weiß gar nicht mehr, warum die nicht in mein Kinderzimmer konnte. Weil seine Schlange war nämlich abgehauen vorher mal und ist dann leider im Keller verschwunden. Darüber haben wir heute noch geredet. Und ist dann leider verendet, als wir sie wiedergefunden haben. Weil wir haben die ja zwar zwangsernährt, aber die war schon so ausgehungert und dehydriert, dass die nicht mehr überleben konnte. Seht her, ich bin ein Tier. Nein! Und ich bin so dämlich, ich habe die falsche Taste gedrückt fürs Loslassen. Und ja, wenn du eine Schlange zwangsernährst, ist das so, dass du Tatar holst und sowas und fütterst die dann, sag ich mal, mit einem Zahnstocher, stopfst du das in die rein.
Das ist Zwangsernähren bei einer Schlange. Ja, man muss das so machen, wie ich das gerade gemacht habe. Ansonsten kannst du diese Stelle nicht schaffen. Weil sonst gewinnen die Nazis. Warum geht er da nicht dran? Warum hält er sich nicht fest? Eine Schlange stirbt auf Viagra. Also sehr wahrscheinlich, eine Schlange wird nicht steif durch Viagra. Das wäre noch unsinniger. Viagra fördert durch die Durchblutung. Wahrscheinlich wird eine Schlange dann sogar weniger steif werden. Nein, nur Zelda kann so gut sein wie Zelda. Aber es ist schon ziemlich gut. Wenn ich gerade nicht in einem dämlichen Gewölbe bin. Boah, nee, es ist kein Zelda 2.0. Die Grafik ist definitiv Zelda 2.0. Ja, so, weil es einfach mehr Details hat und Zelda halt einfach für eine Konsole gemacht wurde. Geht doch, warum hast du dich denn jetzt festgehalten? Angegrauter Kiefer des Krieges. Plus 20% Schaden mit Zorn des Ares. Okay, das Gewölbe ist eigentlich einfach verlassen. Wie, was heißt nein? Es ist ein Ubisoft-Spiel, es wird nicht Zelda 2.0 sein. Oh, wehe, dass es die Kiste weg ist. Nee, ist fertig. Gewölbe schließt sich komplett. Die Welt erbebt. Ihr braucht mich. Gab noch gar keinen Helden hier, der mich angreift. Im Ares-Gebiet. Natürlich gibt es einen Echtgeld-Shop, weil es ein Ubisoft-Spiel ist. Aber es ist genauso wie in den anderen Ubisoft-Spielen. Es gibt auch einen wundervollen Händler, der hier Hermes ist. Wo Shop-Gegenstände für eine
Ingame-Währung, die du mithilfe von Herausforderungen, die du auf der Welt hier machen kannst, dann trotzdem erspielen kannst. Aber mich interessiert das ja eh nicht mit den kosmetischen Sachen. Ich habe schon gesagt, dass ich das Spiel gut finde, aber ich finde es halt immer doof, wenn solche Spiele dann verglichen werden mit Zelda. Weil Zelda war für mich eine... ist ein Meisterstück gewesen. Und hat ja auch viele andere Spiele inspiriert dann. Und ja, es ist gerade so ein Durcheinander, wie es auch aussieht. Und das ist dieses Spiel leider nicht. Es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Was Zelda halt an ein paar Stellen kopiert, ein paar Assassin's Creed-Tugenden mit reinmacht. Und einfach ein gutes Spiel ist. Ja, außer jetzt der Tugend von Schleichen, aber ist ganz gut. Ubisoft hat eh verlernt, wie Schleichspiele gehen. Ja, es benutzt natürlich dieselbe Engine wie Assassin's Creed. Warum auch nicht? Ubisoft benutzt schon Ewigkeit dieselbe Haus-Engine für alle Spiele. Die Anvil 2 wurde auch für das Mario Rabbit-Spiel benutzt. Komm mal runter oder bist du tot? Die Grafik sieht gut aus. Ich sage auch nicht, dass die Grafik schlecht aussieht. Ich finde die Grafik sehr stimmig hier. Obwohl, man muss doch sehen, wie es auf der Switch dann aussehen wird. Ich denke mal, auf der Switch werden einige Details rausfallen. Die Vegetation wird wahrscheinlich am meisten zurückgefahren. Dass du eher eine Gesamttextur hast mit etwas Vegetation. Komm mal her. Ach, Moment. Dann ist die Kugel auch schon mal frei.
Das heißt, wieder erstmal suchen. Versteckst du vielleicht? Ah. In dein Bauchnabelchen. Was ist los? Fällt jetzt aus deinem Hintern raus? Oh nein, die Kugel ist gebackt. Ich dachte, jetzt kommt die aus deinem Arsch rausgefallen. Och, verdammte Hacke. Der da drüben hat nämlich auch eine Kugel in seinem Bauchnabel. Also das ist der erste Bug, den wir haben in dem Rätsel. Dass sie zurückgesetzt wird. Ja, was jetzt? Soll ich die da rausschießen? Ich habe ja nicht viele Optionen, weil ich mit der anstellen kann. Auf seiner Kniescheibe kann ich auch schlecht stehen. Oder einfach so. Und natürlich ist seine Kugel jetzt nicht mehr im Bauchnabel drin. Oh, kotzt die Wand an. Ich muss wirklich gucken, ob im Autosave was etwas Früheres drin ist. Ich denke mal 23:15 wird es noch sein.